Dieser Kakao-Effekt sieht ja mal mega cool aus. Man nimmt einfach einen Löffel mit Kakao, hängt in den Milch rein, dann nimmt man einen Zahnstocher und auf einmal ist die Milch wieder komplett weg und der Kakao super trocken. Ich probiere das heute mit Wasser, Milch und Öl aus. Hier habe ich die drei Gläser. Einmal Milch, einmal Wasser und einmal Öl, also Sonnenblumenöl halt. Und hier habe ich den Kakao drin. Das seht ihr hier. Jetzt probieren wir das Ganze aus. Also wie gesagt, bei Milch haben wir ja schon gesehen, da ist der Kakao eindeutig hydrophob, also heißt, der ist wasserabweisend bzw. flüssigkeitabweisend. So, jetzt nehme ich hier eine schöne Menge raus, so. Und die hänge ich jetzt einfach in das Milchglas rein. Wir schauen nochmal, ich habe auch einen Zahnstocher parat und das machen wir dann auch gleich, dass ich ihn dann aufpiekse. So, jetzt gehe ich hier rüber, vorsichtig. Zack, und wieder raus. Und wir sehen, ich habe Milch auf dem Löffel. Ich habe hier Milch auf dem Löffel. Ich ziehe mal den Teller hier runter, dass ich keine Sauerei mache. Ich habe hier Milch auf dem Löffel. Aber auch Kakao. Und ich piekse es auf und es hat sich gelöst. Nicht ganz perfekt wie in dem Video, aber schon einigermaßen. Ich mache es nochmal kurz. So. Und es funktioniert ja schon mal richtig gut. Ich finde das krass, wie das aussieht. So voll satisfying. Hab's gerade richtig ausgesprochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall probieren wir das jetzt auch nochmal hier mit Wasser aus. Ich nehme ja nochmal einen neuen Löffel raus, natürlich. Selbstverständlich, neuer Löffel, neue Flüssigkeit, neuer Löffel. So, und gehen in das Wasser rein und nehmen auch nochmal den Zahnstocher und gucken, wie das... Hier sieht man natürlich besser, wie das Ganze aussieht, weil es alles durchsichtig ist. Und man sieht, unter Wasser, ich hebe es ein bisschen hoch, das was... Ah, das sieht man nicht richtig, ne? Doch, jetzt sieht man es. Unter Wasser ist es natürlich komplett feucht. Aber wenn ich es oben raushol, ist es immer noch feucht. Aber wenn ich es jetzt aufpiekse. Ah, das geht jetzt nicht ganz so gut. Ah, doch, es geht. Dann ist es wieder trocken. Einigermaßen. Wenn ich wieder ins Wasser gehe, wieder nass. Jetzt gehe ich hier wieder hin. Piekse das Ganze auf. Zack. Und ihr seht, es ist einfach wieder trocken, beziehungsweise in der unteren Schicht trocken. Jetzt kommt natürlich das Spannendste, also was ich ja persönlich am spannendsten finde, weil jetzt haben wir Wasser und Milch. Die Milch kann ich später noch trinken, weil ich weiß nicht, Wasser mit Kakao schmeckt wahrscheinlich nicht so gut. Auf jeden Fall probieren wir jetzt hier Öl aus und wie reagiert Kakao auf Öl, weil wie gesagt, hydrophob heißt ja, dass es flüssigkeitsabweisend ist, beziehungsweise eigentlich so wasserabweisend, aber Öl ist ja immer sowas, so ein spezielles Ding, ne? Deswegen gucken wir mal, wie Öl ist. Ich gucke, dass ich dann immer so die Brocken drauf habe, aber hier habe ich jetzt hier einen guten Löffel. Jetzt gehe ich mal mit dem Öl hier hin und gehe dann hier unten rein. Ich hebe es sogar extra hoch für euch, dass ihr es besser seht. Gehe hier rein und es ist voller Öl. Oh, da hat sich der Brocken gelöst. Ah, da schwimmt da jetzt noch ein bisschen drin. Aber ich sehe schon bei dem Brocken, der da drin schwimmt, der ist trocken. Jetzt nehme ich jetzt hier den Zahnstocher und es löst sich natürlich jetzt nicht so gut wie bei den anderen beiden ab, weil Öl ist da so ein bisschen... wie sagt man da, so ein bisschen zäh oder so, keine Ahnung. Aber es ist trocken unten drin. Und wenn ich es wieder reinhebe, kommen Luftbläschen hoch, das heißt, es sammelt sich langsam. Aber, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es eigentlich noch trocken innen drin. Ihr seht hier wirklich Pulver, was ich hier runterfallen lassen kann. Finde ich echt krass, dass es beim Öl genauso gut funktioniert. Ich lasse mir jetzt die Milch schmecken mit etwas Kakao und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ein cooles Experiment, was ihr auf jeden Fall mit euren Kindern machen könnt, würde ich jetzt einfach so mal sagen. Also, wie gesagt, Kinder wollen doch immer etwas Neues dazulernen.